willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm Marchfeldeland mit dem Tigerfarm. Hallo! So, wir haben inzwischen kurz hier mal. Du hast gar noch gar nicht zugedeckt. Nö, hast du nicht gesagt. Das Häckselgut verdichtet. Du fährst jetzt die Hackschnitzel voll weg, auch wenn du hier noch ein bisschen rumstehst. Und. Ja, ja, mach ich. Und beim nächsten Mal, wenn wir das Robbenfeld abgeerntet haben, werden wir sie nicht mehr aufnehmen. Ja, wenn das nächste Mal ist, ja. Also irgendwann die nächsten Male. Wenn das Feld fertig ist, habe ich gesagt. Genau, sobald die Felder fertig sind. Das dauert mit dem Roggen echt ganz schön lange. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Das ist wirklich merkwürdig. Du hattest doch mal gesagt, dass du mal geguckt hast auf YouTube oder so. Ob das wirklich so lange braucht. Da hast du auch irgendwas rausgefunden, oder? Nee, ich glaube auf Seasons ist es angegeben mit einer sehr langen Wachstumsperiode. Ja, wir spielen ja hier noch nicht mit Seasons. Da gebe ich dir recht, aber die Wachstumsphase ist ja gleich. Ist ja egal, auf welcher Karte. Ja. Sorry. Ja. Warum? Ah, ist fertig. Oh, lol. Ja, okay. Also nicht, also das nächste Mal kommt, oder das übernächste Mal kommt Seasons drauf. Das steht jetzt fest. Jein. Auf Feld 16 haben wir auch noch was angepflanzt. Wie viel haben wir denn noch angepflanzt? Weiß aber nicht was. 15.000 Felder oder was? Da ist auch. Oh! Brocken drauf. Hat jetzt keiner gesehen. Wie weit ist das in der Wachstumsphase? 2. Wow. Wobei, wir könnten den Roggen auch häckseln. Das geht auch. Hast du nachgeguckt oder was? Ich meine, dass ich das irgendwo gelesen habe oder gesehen habe. Ah, du meinst es, also weißt du es nicht. Ja, Weizen kannst du auch häckseln, glaube ich, oder nicht? Ja. Also, und so ist es beim Roggen auch. Top von Idee. Ich schau einfach mal nach. Was war das Roggensymbol? Das Roggensymbol. Nein, oder? Das Roggensymbol ist das Roggensymbol. Oha. Oha. Also, gib mal Gas, ich bin schon an der Ernte. Kannst du mal einen Abfahrer herstellen? Ja, welches? Guck ich halt selber. Ja, so wie sieht aus wie Gras, finde ich. Also ist doch keine Zeit. Müsste klappen, ja. Was wir gekriegt haben, ist auf jeden Fall wieder 416.000 von der BGA heute Nacht. Das lohnt sich immer wieder. Mhm. Deshalb hier auch wieder schön mit Strohschwad. Das ist dann schon ganz praktikabel. Weißt du was? Du drischst mit einem Drescher. Und ich fahre direkt das Stroh ab. Zu BDR. Oder ins erste Silo und dann zu BDR. Ja, ich würde erst wieder alles ins Silo ballern. Manche. Und dann können wir. Hey. Ich denke, wenn du hier mit dem zweiten Drescher noch ankommst, ich glaube, dann wird man es heute vielleicht sogar in der Folge fertig kriegen. Ah, ich meine, dann müssen wir nicht wieder mit Stroh anfangen. Ja, aber ich finde, wir haben zwei Ladewegen. Wenn wir jetzt kurz zusammen dreschen und dann mit zwei Ladewegen kurz mal wegballern, ich glaube, das ist effektiver. Also dann kriegen wir es halt schneller unter, weil sonst bin ich hier jetzt wieder 3 Folgen am Dreschen. Ja, dann muss ich noch den LKW-Anhänger holen. Ich bin ein Held. Warum? Hast du wieder was umgeworfen? Nee, nicht umgeworfen. Sondern? Zuschauer sehen's. Ich bin aber kein Zuschauer im Moment. Bist du auch nicht. So, aber an der Stelle möchte ich auch mal eins sagen, Leute. Wenn ihr hier reinschaut bei mir ins Video,
habt ihr jetzt die Aufgabe, dass ihr einfach mal Tigerfarm 34 auf YouTube sucht und dem mal ein Abo da lasst. Weil es kann nicht sein, dass der mit mir hier Videos macht und unter 10 Abos hängt. Geht nicht. Ja, eben, sag ich doch. Unter 10 Abos. Geht nicht. Leute, Tigerfarm 34 bitte einmal Minimum abonnieren. Wenn ihr könnt, 2 Drittkanäle alle draufballern. Danke für die Werbung. Warum natürlich auch. Brauche auch noch ein bisschen Abos. Jo, nehme ich gerne. Mit deinen 154 oder was ist das? Ne, 159. Ich habe diese Woche 6 Abos gemacht. Diesen Monat. Wow. Ja, lübt ein bisschen. Leckt ein bisschen. Lübt ein bisschen. Ja, sorry. Du musst doch dieses Norddeutsch verstehen eigentlich. Lübt habe ich noch nie gehört. Was? Weil es kann sein, dass ich gehört habe, aber ich hab's. Niemand hat's uns gesagt. Ja? Warum fahre ich eigentlich schon wieder ohne Vorwärtsrückwärtsschalten? Ja, ich bin doch verrückt. Wahrscheinlich, weil in meinem Drescher sitzt. Weil bei dem hier, den ich jetzt fahre, bei dem war es an. Nee. Du könntest einmal abtanken kommen. Ach so. Ja, toll. Was? Jetzt bist du aber an der anderen Seite. Ja, einmal Vorgewende ist ja logisch, oder? Nö. Boah, warum lädt das denn so? Muss wahrscheinlich noch laden. Ich freue mich. Komm, pack dein Rohr raus. Ah, ist schön. Ja, nicht, klar. Ja. Roggen kann man häckseln. Zeig ich doch. In der letzten Wachstumsphase, glaube ich. Ja, bist du schon leer? Nee, du musst weiter vorfahren. Nö. Hat noch 10.000 drin. Ja, aber warum lädt das denn nicht ab? Ja, warte, ich bleib stehen. Der ist manchmal ein bisschen verbuggt, dass er den Trigger-Überladepunkt zu dem Container nicht richtig hat. Mhm. Und fertig. Ja, ich bin eh schon im Drescher wieder. Gut. Ja, ich will arbeiten. Sehr gut, so lobe ich mir das. Nicht so wie Hofbergmann, die Anfänger. Da muss man dir einen Sinneswandel zuschreiben. Jo. Das lippt. Das lippt. So. Hast du das gesehen? In der Fahrt. Sagen wir mal kurz, was wir mit dem Roggen machen wollten. Wollten wir das noch in die Mühle ballern? Ja. Okay. Da haben wir, glaube ich, 300.000 Hafer drin. Kann das sein? Wo ist das nur? 300.000 Hafer. Das war die von der Wette, ja. Ah ja, stimmt. 370 sind es dann. Ne, 302. 302? Okay. Und Roggen fehlt da noch. Genau. Okay. Das ist gut. Das lübt. Passt und hinten ist ja auch Roggen drauf, das heißt, damit sollte man dann ordentlich Mehl produzieren. Und ordentlich Asche machen. Jo. Das auf jeden. Jo. Juhu! Ich glaube, wir werden noch eine Folge brauchen hier. Auch obwohl wir zu zweit sind. Mhm. Aber ich glaube, ich weiß, was wir dann machen. Damit es für die Zuschauer ein bisschen abwechslungsreicher ist, dann tauschen wir einfach die Drescher.
Ja, das ist dann natürlich abwechslungsreicher, weil die Dresche stehen ja an einer anderen Stätte und das sind die Zuschauer ja noch nicht gewohnt. Und vor allem sehen die ja auch anders aus, ne? Die sehen anders aus. Ja klar, meiner ist grün und deiner? Meiner auch. Ah, cool. Meiner hat hinten Varuna LP stehen, deiner auch? Ja. Krass, dann sehen sie doch nicht anders aus. Da hab ich mich auch gewundert, warum du das gesagt hast. Ach Mensch, nicht mehr Spaß, verstehe doch. Hashtag Green Fleet auf Mottos da reinschaut von Varuna LP. Yo, auf jeden Fall. Die Tage kommt auch noch ein John Deere 8R. Den zeige ich euch hier. Noch nicht fertig. Der ist noch nicht ganz fertig, aber er sieht schon ziemlich gut aus. Sorry. Training in Pink. Der wird haben ein Nummernschild vorne und hinten. Varuna LP Logos und natürlich grün mit Felgen und Hauptfarbe. Und er kriegt auch noch. Ich war falsch, scheiße. Was er natürlich auch noch kriegt, ist die Varuna LP Logos oder Decals. Wobei die in einer neuen Variante verbaut werden wohl. Und zwar eher als Aufkleber, die nicht mehr die Original-Decals ersetzen. Also ihr werdet zusätzlich die Option haben, da eben dann Varuna LP anzupinnen. Dran zu machen, dran zu kleben. Genau. Mit Uhu, Klebestift. Nee, mit Batex. Was ist das? Batex, kennst du nicht? Nö. Sekundenkleber. Brit oder Brit, Uhu, Brit. Ja, mit einem Britstift, da klebst du mal irgendwo irgendwas dran. Der fällt ja schon ab, bevor du ihn dran gehoben hast. Ich hab momentan gar keine Klebe, lol. Schon lange nicht mehr. Ich kann dir eine kleben, wenn du willst. Nee, danke. Jetzt hast ich so brauche hier einen Klebestift. Ja. Keine Klebe. Also man könnte schon sagen, dass du gerade der Stift hier beim RP bei der XL-Farm bist. Wenn ich dir dann eine klebe, dann bist du ein Klebestift. Wow. Und übrigens an meine Zuschauer, ich werde auch zukünftig die RP-Aufnahmen aufnehmen. Die RP-Aufnahmen aufnehmen? Das ist selbstverständlich. Das RP aufnehmen und dann auch auf YouTube hochladen. Um nicht nur diese eine Folge am Tag zu bringen, sondern ein bisschen mehr Content. Der Content. Content ist das A und Ö. Content und Konstanz, ja. Also ich merke es bei mir, ich bringe gerade konstant 2 Videos pro Tag, außer jetzt, vor ein paar Tagen, da war einfach keine Zeit, die XL-Farm-Folgen aufzunehmen. Und das zahlt sich aus durch die Anzahl der Zuschauer und auch die Klicks, sage ich jetzt mal. Alles für die Klicks. Bist du noch nicht voll? Nö. Wie viel Prozent? 74. Okay, dann bin ich vor dir. Machen wir Rohrparty? Beide unser Rohr raus? Ich hab Dings an. Ja. Fly no hot. Deshalb, ich muss O drücken, damit ich was sehe, wie viel drin ist. Ah. So, ich bin gleich voll. Ja, dann ist es ist nicht meine Sache, ne? Kannst ja dann auch gleich den LKW zu mir buxieren. Jo, werde ich tun. Oh, du bist aber auch heute nett, Varuna, dass du es freiwillig machst. Jo. Aber ich werde zu dir erst morgen nett sein, weil wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut beim Tigerfarm 34 rein und lasst dort auf jeden Fall ein Abo da. Und Like und Kommentar optional. Bis morgen. Tschüss. Morgen. Tschüss.